Also das heißt, umgedreht, strategisch, proaktiv wäre es nicht denkbar, das können Sie ja jetzt auch, selbst wenn wir auf einer MINTIF-Konferenz sitzen, ganz, ganz offen sagen, wäre es also nicht, gar nicht in Ihrem Sinne, jetzt irgendwelche Kriterien in der Richtung, festzuschreiben oder Ehrlich, anzulegen an Förderentscheidungen. also dass ich mich jetzt im Vorfeld damit beschäftigt habe, mit dieser Fragestellung und es mehr oder weniger bewusst oder unbewusst auch in die jetzt übrigens anstehende Fördersitzung vielleicht sogar reintrage, was ich sehr, sehr produktiv erlebe, bedeutet eben, dass wir ja auch in Kontexten, alle, die wir da, Männer, Frauen sitzen und entscheiden mit vielen anderen, vielen, vielen anderen in der Republik, dass wir ja nicht kontextfrei dieses tun und gewisse Aufmerksamkeiten auch biografisch bedingt vielleicht mit reintragen. Das wäre dann der subjektive Faktor, der durchaus diese Möglichkeit beinhaltet und dann aber auch die Diskussion fördern wird in der Weise, dass der eine sagen würde, das ist mir jetzt aber zu viel politisches Alltagsbewusstsein, der andere sagt, das ist mir noch zu wenig. Und da fängt es an, dass man dann tatsächlich inhaltlich diese Komponenten auch mitdiskutiert, bis es dann zu einer Entscheidung kommt, ja. Herr Henning, wenn Sie das Werk Ihrer Kollegen beurteilen als Juror beim Deutschen Drehbuchpreis, schauen Sie dann neben Qualitätskriterien wie Spannungsbögen, Dialogqualität auch auf Themen und Messages? Also der Vorteil bei dieser Jury beim Deutschen Drehbuchpreis ist, es sind nur Autoren. Und ich glaube, es dauert wahrscheinlich die meiste Zeit überhaupt, sich darüber zu unterhalten, warum man welchen Preis sozusagen wie vergeben will, was die anerkennenswerte Leistung ist. Und unsere Kriterien gehen natürlich auch dahin, ist das überhaupt gut geschrieben, hat es eine gute Sprache. Also wir haben da eine andere Aufgabe oder sind da natürlich differenzierter. Wir entscheiden ja nicht, ob was produziert wird, ob es sozusagen die Aussage erfolgsversprechend ist, sondern wir zeichnen ganz bewusst auch eine Autorenleistung aus, weil wir wissen, wir machen ja nur aufmerksam mit dem Preis. Also man kann definitiv sagen, aus der Erfahrung alleine schon, es gibt sehr viel hervorragende Drehbücher, die in der Regel nicht verfilmt werden. Das ist definitiv ein Problem. Ich kann jetzt aber aus anderen Zusammenhängen auch sagen, dass dieses ganze Jurywesen hat natürlich grundsätzlich das Problem, wir haben das ja auch ein paar Mal während dieser Konferenz interessanterweise gehört, dass sehr individualistisch entschieden wird. Und ich denke, natürlich macht es immer Sinn, am Anfang einer Jury-Sitzung zu klären, was wollen wir, warum, wie entscheiden. Und ich fürchte, es wird tatsächlich sehr häufig nicht getan. Das haben wir auch von Redakteuren, haben wir auch das Bild irgendwie jetzt so ein bisschen mitgekriegt. Es kam in einer Untersuchung vor, ich interessiere mich sozusagen nicht für Wissenschaft und tatsächlich habe gerade gestern sowas gehabt für ein Thema, wo die Antwort einfach war, ja, super Thema, müssen wir unbedingt machen, ja, ist jetzt nicht so meins, geh doch mal zu dem. Also es ist so eine ganz, ganz beliebte Haltung, die ich jetzt absolut akzeptabel finde als Aussage oder Entscheidungsgrundlage für ein Individuum, aber als Begründung inakzeptabel. Heutzutage werden Fernsehspiele nicht abgesagt mit einer inhaltlichen Begründung, zum Beispiel, warum passen die ins Programm oder passen die nicht ins Programm, sondern sie werden mit einem, ja, wir können es dieses Jahr nicht so gut gebrauchen. Das ist zum Beispiel ein Vorgang, der wäre vor, ich bin ja lange jetzt schon dabei, früher mit einer alten Generation, ich habe bei Schulze Rohr, war ich auch Teil in der Redaktion, nur kurz, weil ich mich dann gegen eine Redakteurskarriere entschieden habe, aber da wurde dermaßen seriös diskutiert, da wurde, wenn was kam, was Schulze Rohr nicht verstand, dann kam der zu mir und sagte, bin ich zu alt, um das zu verstehen, macht das Sinn oder nicht, oder wenn Susan Schulte vorschlug, ich will das machen, sagte Schulze Rohr, das ist doch Blödsinn, das will keiner sehen. Und sie sagte, doch, das ist total gut. Dann sagt er, dann beweis mir das, dann machen wir den Film, vielleicht lerne ich was. Also diese Art von diskursiver Kultur, die kenne ich aus dem WDR, ich habe viel in Sendern auch gearbeitet, muss ich einfach leider sagen, die ist zugehend aufgrund von irgendwie nicht mehr nachvollziehbaren, abstrakt gewordenen Programmentscheidungen, die auch in den Begründungen nur noch sagen, passt nicht in den Rahmen. Tolles Buch, aber du weißt, wie viele tolle Bücher ich habe, dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr. Das ist was sehr viele Kollegen auch berichten. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Kriterien nicht da sind. Ich würde gerne noch kurz was sagen, auch zu dem, ich glaube, dass das Wissen darüber, was Autoren sind, so ein bisschen verloren gegangen sind. Also, weil Autoren sind grundsätzlich ja sowas wie Ethnologen, also das sind Menschen, die in der Gesellschaft unterwegs sind. Das ist ein Umfragemedium in sich.
Und dann noch ein emotionaler Seismograf. Das ist jemand, der rennt also rum und fühlt Wut über Dinge und denkt, hey, die fühlen die anderen auch, also schreibe ich über diese Figur, die die Wut fühlt. Das ist der Impuls, warum gute Drehbücher gut werden. Das haben wir gerade, wo ich bin, muss sehr danken für diesen indischen Vortrag, den fand ich vorbildhaft und sehr inspirierend, dass da Menschen sagen, es gibt zwei Values sozusagen oder zwei Werte eben. Das eine ist die Wertschöpfungskette, das ist einfach das Investment. Aber wir bezahlen auch in der Message, wir bezahlen auch in der Währung Inhalt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser ganzen Quotendiskussion, die wir im Moment haben, dieses zweite Kriterium der gesellschaftlichen Bedeutung, der Kulturrelevanz verloren geht. Und zwar gar nicht mal bewusst, sondern nur, weil die Entscheidungskriterien mittlerweile nur noch die Quote sind, weil nur noch gesagt wird, wenn viele Leute zugucken, kann es nicht falsch sein. Und das enthebt einen dann auch der Mühe, mal genauer nachzugucken. Ja, man weiß zum Beispiel ja nicht, haben die jetzt gebügelt oder geguckt? Hat das was bedeutet, dass sie es gesehen haben? Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich die Nische des anspruchsvollen Fernsehens immer besetzen konnte. Die gibt es natürlich auch nach wie vor. Die wird aber kleiner, kann man definitiv sagen. Ein Film wie Schande beispielsweise, für die, die es nicht wissen, ist halt eine Geschichte über ein 10-jähriges Mädchen, was von dem Stiefvater missbraucht wird. Hat auch einen Fernsehpreis bekommen, Prix Italia gewonnen, hat international auch funktioniert, einfach weil das natürlich einen Impuls hat. Den kann man überall immer sofort zeigen und die Leute sind betroffen, können was damit anfangen. Sie regen eine Diskussion an. Also der Film bewirkt was. Definitiv bewirkt er was in der Veränderung eines Bildes. Keiner, der den Film gesehen hat, will nicht hinterher kleinen Mädchen helfen, davor bewahrt zu werden. Also man kann wirklich auf einer emotionalen Ebene was bewirken. Man kann nicht die Gesellschaft im strategischen, politischen Sinne verändern. Ist das, was Herr Henning sagt, auch Ihre Erfahrung als Produzent, Herr Aselmann, dass die Diskussion über Stoffe, über Bücher schwieriger geworden ist und dass die Qualität sozusagen dieser Diskussion nachgelassen hat? Ja, die ist deshalb einfach schwieriger geworden, weil gerade im Fernsehbereich der Markt auch enger geworden ist. Also die Programmverantwortlichen, auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern, haben ja stetig die Programmzahl, die Ausstrahlungszahl ihrer Fernsehspiele, zum Beispiel am Mittwoch in der ARD, reduziert. Also der WDR macht, glaube ich, noch 5 oder 6 Filme für diesen Platz. Der SWR und der BR auch noch und die anderen machen dann schon noch wieder viel weniger. Und die erlauben sich natürlich manchmal gute Stoffe. Trotzdem höre ich, war erstaunt, was Frau Hieronimo heute gesagt hat, dass der Fernsehspielchef des WDR sehr, sehr umstritten ist, obwohl er gerade noch, finde ich, der Wächter des guten und inhaltlich sehr schwierigen Films ist. Wut war da unter anderem. Verstehe das nicht, warum so ein Mann dann umstritten ist, habe ich, wie gesagt, nur gehört. Und so sieht es halt auch beim ZDF aus. Und wenn Sie sich den Montagabend beim ZDF angucken, ist er natürlich sehr konfektioniert. Auf Krimi zum Beispiel, manchmal gibt es noch ein Drama und so. Aber da muss diese Konfektion stimmen. Also da muss es eben den Krimi-Plot geben und den Kommissar geben, der mitläuft. Da ist das vollkommen irrelevant, was für einen Beruf zum Beispiel die Protagonistin hat. Also ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, Filme, die ich fürs ZDF produziere oder produziert habe, jetzt mal darüber nachzudenken, können wir die auch in einen technischen Beruf fassen. Ich habe für den SWR einen Film gemacht über das stetige Thema Praktikant, Generation Praktikum. Wir haben den Protagonisten natürlich in ein also ein Bankunternehmen gepackt, wo er irgendwie mit Sachen zu tun hat, weil das einfach vom Klischee her besser passte. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ob wir den auch in so ein Labor hätten stellen können oder in so ein wissenschaftliches Studium, weil die Prozesse andere sind. Weil hier muss der seinem Chef sozusagen die Hemden bügeln und das Auto wegfahren und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob man das so hingekriegt hätte. Er hätte ihm ja auch den Kittel bügeln können. Ja, vielleicht. Muss ich drüber nachdenken, da geht es mir wie Frau Manta. Ich habe mich auch mit dem MINT-Programm jetzt erst intensiv beschäftigt und wollte aber auch noch mal kurz zu dem kommen, was Frau Cornelissen vorhin erzählt hatte, mit der Berufswahl der Schüler in der Schule, wo die alle Polizisten werden wollten und so weiter und so fort. Also ich muss Ihnen sagen, in Anbetracht der Erfahrung meiner Kinder in der Schule sind gerade die naturwissenschaftlichen Fächer, ob Privatschule oder staatliches Gymnasium, die am schlechtesten geführten Fächer. Und dass da kein Interesse für diese Berufe besteht, hat, glaube ich, auch ganz stark mit unserem Schulsystem zu tun. Und ich finde, da kann man jetzt nicht sagen, nur weil es permanent Kommissare und Polizisten gibt im Fernsehen, wollen sie jetzt alle Polizisten werden.
Also meine Kinder haben mit dagegen müssen Sie sich schon alleine deshalb verwahren, weil Sie einer der verantwortlichen Produzenten sind für eine Polizeiserie. Ja, genau. Oder? Darf manchmal welche machen. So ist das richtig. Ja, genau. Frau Buchler, sehen Sie denn eine Möglichkeit, meinetwegen auch außerhalb Ihrer Filmbewertungsstelle, wie man die grundsätzlichen Anliegen, wo wir ja, glaube ich, alle einer Meinung sind, dass die nicht verkehrt sind, wo man sie vielleicht noch besser und sinnvoller umsetzen könnte, als nur mit einem reinen Prädikatsverfahren? Also das Prädikatsverfahren, muss ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, das ist schon ziemlich umfangreich, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht eine Produktion nur mit einer Auszeichnung versehen, Gutachten versehen, sondern das richtet sich, wie gesagt, stark an die Öffentlichkeit. Wir haben ja einen Relaunch gehabt im Jahr 2009 und haben eine Neuausrichtung vorgenommen, eine Einrichtung, die im nächsten Jahr 60 Jahre alt wird, sehr viel stärker eben an die Zuschauer zu bringen und eben mit den diversen Informationen, das geht los, dass man den Trailer und Material eben zu den Filmen sich bei uns ganz schnell holen kann, sich einen Filmwecker stellt für Filme, die in kleiner Kopienzahl starten. Also wir bauen die Services gerade auch für Filme, für kleine interessante Filme, die in nicht eben diese großen Möglichkeiten des Auftritts von 600 Kopien haben. Solche Sachen bauen wir extrem aus, arbeiten mit Kinoketten zusammen, wie die Cineplex und der Cinestar, die auch diese Prädikate mit übernehmen, als Information auch gedacht, eben für den Film und für die Güte des Filmes. Und das sind die Möglichkeiten, die wir eben noch weiter permanent ausbauen, mit Festivals zusammenarbeiten, ich meine Themen rein initiieren. Da fällt mir vieles ein, was man eben was man eben flankieren kann mit Beiträgen. Ich selber habe ja mal ein Krimi-Festival gemacht in der Eifel und weiß, wie interessant es ist, eben sich auf einen speziellen Bereich eben zu fokussieren, unterschiedlichste Perspektiven mit Fachleuten einzubringen und damit eben auch ein Thema wirklich von ganz unterschiedlichen Seiten eben zu beleuchten und auch Stoffe damit eben wieder, neue Stoffe zu evozieren. Das ist ja sicherlich auch immer eine spannende Sache. Was lässt sich da überhaupt für eine Geschichte drumherum ranken? Welche Personen gibt es möglicherweise, die man noch eben mit einem Biopic irgendwie als Role Model, wir haben es ja die ganze Zeit auch da gehabt, eben das scheint mir ziemlich viel möglich zu sein, sicher.